Hallo liebe Camperfreunde, ja, schön, dass du eingeschaltet hast bei Heiners kleiner Küche, hier live cooking im Campervan. Ja, heute gibt es was Besonderes, One Pot Pasta na Carbonara Art. Ja, wichtig, also nicht Spaghetti Carbonara, sondern eine One Pot Pasta nach Art Carbonara. Natürlich nicht mit den Originalzutaten, also dann zerreißt mich bitte nicht in den Kommentaren, sondern das, was man so zur Verfügung hat. Wichtigste Utensilie ist natürlich Wein für den Koch. Nein, brauchen wir später. Ja, was haben wir? Wir haben ein Ei, wir haben eine Zwiebel, wir haben Speck, wir haben so ein bisschen Creme Fine, wir haben geriebenen Hartkäse und wir haben eine Penne. Ja, das alles werde ich zubereiten in einem Pot, ganz wichtig. Ja, bei anderen hat es geklappt. Ja, warum soll es bei mir nicht klappen? Ne? Also zur Not wird der Wein weiterhelfen. Okay, dann gebe ich mich mal so langsam ran und ihr seid live dabei. Ja, nochmal kurz und wichtig zu erwähnen. Ich koche ja heute für eine Person. Also von den Zutaten habe ich jetzt überall die Hälfte genommen. Ihr seht es ja nachher im Rezept, wie viel man für zwei oder für vier, das kann man ja hochrechnen dann, verwenden kann. Ich denke mal, für vier muss man halt ein etwas größeres Gefäß dann nehmen. Also für mich alleine tut es das natürlich. Ne? Ja, also los geht's. Zwiebel und Speck, die müssen jetzt richtig schön glasig anbraten. Der Speck muss danach so eine leichte, krosse Farbe bekommen, bevor er dann mit dem Weißwein abgelöscht wird. Ja, die Nudeln, die kommen dann eben ungekocht erstmal rein.
Der Wein, der ist soweit ein bisschen reduziert, aber die Nudeln habe ich mal umgerührt. Und die verbinden sich natürlich jetzt schon mit diesem Weißweinsud. Ja, und der Speck, der gibt ja eh, und die Zwiebel, die geben eh schon Geschmack ab. Also von daher, ja, riecht Weltklasse. Und ja, der Rest, der folgt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Wasser reingetan. Ja, ich schätze mal, war so ein halbes Glas. So, jetzt müssen die Nudeln natürlich erstmal kochen. Ich verwende keine Sahne, ich tue so ein bisschen Creme Fine rein. Für die Farbe. So 6-7 Minuten sind jetzt um. Ihr seht die Flüssigkeit, die ist schon gut reduziert. Also seht ihr das da unten? Da muss noch so ein bisschen unten drin sein an Flüssigkeit. Das könnt ihr natürlich auch steuern, indem ihr noch ein bisschen was Wasser nachschüttet, wenn jetzt die Nudeln noch nicht gar sein sollten. Was in meinem Fall, glaube ich, auch so ist. Die sind noch ein bisschen sehr al dente. Also ich tue noch ein bisschen was an Flüssigkeit rein. Ja, und dann kommt die Ei-Parmesan-Mischung und dann soll das Werk vollbracht sein. Leute, ich weiß natürlich, dass man das Ei trennen soll, Eigelb und Eiklar, und nur das Eigelb verwenden soll. Aber wie gesagt, ist ja auch keine Original Carbonara, sondern nach Carbonara Art. Ja, so. Also ist auf jeden Fall kein Rührei geworden. Ist schon mal gut. Ich stelle jetzt auch mal runter. Also ich habe eben eh schon komplett auf kleine Flamme gestellt. Jetzt mache ich es aber mal aus. Ich hoffe, die Hitze ist auch noch genug. Ja. One-Pot-Pasta Carbonara Art ist fertig. Ja, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Also bis gleich. Ja, liebe Camperfreunde, das Werk ist vollbracht. Also, der äußere Anschein ist okay. Wie heißt dieser Begriff da? Schlotzig? Also, weiß nicht genau, was unter schlotzig gemeint ist. Ja, für mich sieht das, wenn es denn das ist, relativ schlotzig aus. Okay, das soll es gewesen sein. One-Pot-Pasta, Carbonara Art, Heiners schnelle Küche, Cooking im Van, Pasta nach Carbonara Art. Ja, zum Wohl. Der Wein war für den Koch.